Also entweder hatten die Punkterichter so richtig fette Tomaten auf den Augen und konnten den Kampf gar nicht richtig verfolgen. Ich weiß ehrlich nicht, was das für ein Bullshit ist. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, Korruption im deutschen Boxsport. Ich bin mir sicher, mit diesem Video werde ich mir wieder einige Feinde machen, aber das ist mir egal. Einer muss einfach mal die Wahrheit sagen und dieses Theaterspiel aufdecken, was da gerade passiert. Dieses Wochenende wurden die wenigen verbliebenen Fans des deutschen Boxsports mal wieder komplett verarscht. Also wirklich von vorne bis hinten wurden die mal wieder richtig verarscht. Da braucht man sich auch einfach nicht mehr die Frage zu stellen, warum Boxen in Deutschland einfach nicht mehr so beliebt ist wie früher nach so einem Theaterspiel. Für alle, die nicht wissen, worüber ich mich jetzt hier gerade so aufrege, hier mal ein kurzer Überblick über das, was jetzt dieses Wochenende passiert ist. Und zwar fand dieses Wochenende der Rückkampf für den IBO-Weltmeisterschaftstitel zwischen Robin Krasniqi und Dominik Bösel statt. Beide haben vor fast genau einem Jahr schon einmal gegeneinander gekämpft und da konnte Robin Krasniqi den Kampf durch Knockout gewinnen und sich den Titel sichern. Ich habe mir den Kampf gestern nochmal ganz in Ruhe angeschaut. Zweimal. Und selbst versucht, so neutral wie möglich das ganze Ding zu werten. Und ich bin auch wirklich neutral, denn ich habe weder zu Robin Krasniqi noch zu Dominik Bösel oder noch zu irgendwelchen anderen Leuten, die darin verwickelt waren, irgendeinen Kontakt, ja? Und ich habe mir auch hier auf zwei Seiten meine Notizen zu diesem Kampf gemacht. Und als das Urteil dann verkündet wurde, muss ich sagen, war ich echt richtig überrascht. Also entweder hatten die Punkterichter so richtig fette Tomaten auf den Augen und konnten den Kampf gar nicht richtig verfolgen. Oder das Trinkgeld war so gut, das Taschengeld, das sie bekommen haben vor dem Kampf, war so gut, dass sie den Kampf halt doch etwas lieber für jemanden gewertet haben, der eigentlich den Kampf verloren hat. Wir hatten in der Vergangenheit schon oft den Fall, dass man gesehen hat, dass irgendwas nicht sauber abläuft. Ja, sei es bei den Amateurboxen, bei den Olympischen Spielen oder auch bei den Profikämpfen. International, aber auch in Deutschland. Ja. Und der letzte Kampf, an den ich mich jetzt aus dem Stegreif erinnere, ist, glaube ich, der Kampf damals zwischen Vincent Feigenbutz und diesem einen Italiener gewesen. Wenn ich mich nicht täusche, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Vincent Feigenbutz wurde damals von diesem Italiener komplett ausgeboxt und hat am Ende den Kampf gewonnen. Wie, frage ich mich, keine Ahnung, durch Geld, auf jeden Fall. Es ist einfach immer wieder traurig zu sehen, wie die Leistung eines Sportlers komplett in den Dreck gezogen wird, wenn er vor laufender Kamera einfach um seinen Sieg beraubt wird. Ich gebe euch jetzt mal einen Überblick darüber, wie ich den Kampf gewertet habe und was ich mir hier für Notizen aufgeschrieben habe für den Kampf. Übrigens, ihr könnt euch den Kampf auch selber nochmal anschauen, falls ihr das selbst noch nicht gemacht habt und wissen möchtet, was da passiert ist. Der erste Link in der Videobeschreibung, Sport im Osten, der YouTube-Kanal, da ist der komplette Kampf nochmal online. Man muss einfach sagen, Robin Krasniqi hat Dominik Bösel in diesem Kampf von vorne bis hinten ausgeboxt. Robin Krasniqi war meiner Meinung nach der technisch bessere Boxer, sowohl offensiv als auch defensiv. Er war der beweglichere Boxer, bessere Oberkörper-Movement, bessere Beinarbeit, Head-Movement, alles war wesentlich besser als von Dominik Bösel. Er war der aktivere Fighter, er war der präzisere Fighter, denn Dominik Bösel hat echt oft in die Leere geschlagen, dadurch, dass Robin Krasniqi ausweichen konnte. Dominik Bösel hat ein bisschen so diesen Arthur Abraham-Kampfstil. Aus der Doppeldeckung heraus, wie so ein Panzer auf den Gegner zumarschieren und zwischendurch kurze Konterattacken reinbringen, wenn der Gegner noch in seiner Aktion ist und offen ist, um ihn dann zu treffen. Das Problem ist nur, Dominik Bösel ist halt nicht Arthur Abraham und verfügt auch nicht über dieselbe Schlagkraft wie er. Dadurch kommen die einzelnen Aktionen, die er manchmal bringt, nicht ansatzweise so gefährlich, wie es Arthur Abraham damals gebracht hat. Daher ist er halt nicht so erfolgreich mit diesem Boxstil, wie es Abraham war. Dominik Bösel war halt einfach noch ein bisschen zu zurückhaltend in diesem Kampf. Möglicherweise lag es halt einfach daran, dass er im ersten Kampf ausgenockt wurde und jetzt noch ein bisschen so, ja, mit Vorsicht an das Ganze rangegangen ist. Man hat gemerkt, von Runde zu Runde ist er ein bisschen besser geworden, aber meiner Meinung nach hat es nicht gereicht. Kurz meine Notizen zu dem Fight, ja? Erste Runde, meiner Meinung nach, eine Runde für Krasniqi. Er war von Beginn an der aktivere Fighter, ist ein hohes Tempo gegangen, immer wieder mit dem Jab, mit Finten gearbeitet. Jedes Mal, wenn Dominik Bösel geschlagen hat, ist er ausgewichen, hat immer wieder so harte rechte Hände gesucht und ist danach abgetaucht und hat Dominik Bösel in die Leere laufen lassen. Runde 2. Von Beginn an hat Bösel versucht, ein bisschen mehr Tempo zu bringen, hat dann am Anfang der Runde so einen rechten Cross gesucht, wurde dann aber von Krasniqi in der Ecke brutal ausgekontert und hat so einen Uppercut kassiert. Auch die zweite Runde geht meiner Meinung nach an Krasniqi. Auch die dritte Runde geht meiner Meinung nach an Krasniqi. Dann kommt die vierte Runde, das ist die erste Runde, die ich an Dominik Bösel gebe. Ich habe gesagt, er kam besser in diese Runde rein, war wesentlich aktiver als davor, hat ein paar harte Hände zum Kopf und zum Körper geschlagen, war in dieser Runde allgemein einfach besser als Krasniqi. Die vierte Runde geht an Dominik Bösel. Fünfte Runde habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben. 10-9 Runde für Krasniqi. Krasniqi aktiver als Bösel, offensiv und defensiv einfach besser als er in dieser Runde. 4-1 aktuell also. Sechste Runde kommt. Ebenfalls eine Runde für Krasniqi. Ausgeglichener Start in die Runde.
Ja, also beide waren recht ausgeglichen, die ersten 2 Minuten der Runde ungefähr. Und dann in der letzten Minute hat Krasicki nochmal ein bisschen so einen Endspurt gegeben und sich dadurch die Runde meiner Meinung nach einfach ein bisschen geklaut. Ja? Man kennt es ja, das ist ein Konzept im Boxen. Die ersten 2 Minuten im Kampf machst du ein bisschen ruhig in der Runde. Und in der dritten Minute machst du mal richtig Dampf und holst dir die Runde einfach zurück. Ja? Sogar der Trainer von Dominik Bösel sagt in der Ecke, Junge, du musst mehr machen, sonst ist das Ding weg. Also die wissen schon, er macht zu wenig, er hat die meisten Runden abgegeben. Sogar der eigene Trainer weiß das. Dann kommt die 7. Runde und man merkt, Dominik Bösel hat sich die Worte seines Trainers zu Herzen genommen, kommt viel aktiver in diese Runde rein, versucht ein paar harte Schläge zu bringen, erwischt Robin Krasnicki ab und zu auch, stellt ihn ein bisschen in den Seilen. Alles in allem war es eine gute Runde, die ich auf jeden Fall an Dominik Bösel an dieser Stelle gebe. 8. Runde gebe ich an Krasnicki. War eine sehr starke Runde. Man merkt langsam, dass sich das Tempo in diesem Kampf ein bisschen verändert hat. Krasnicki wurde etwas müder, sagen wir mal so, weil er hat 7 Runden lang echt Tempo gegeben und jetzt hat man gemerkt, er bremst langsam ab. Er stand immer öfter vor Bösel und das hat Bösel die Möglichkeit gegeben, seinen Boxstil besser an den Mann zu bringen. Ja? Dadurch, dass Krasnicki sich nicht mehr so viel wegbewegt hat, war er dann da und konnte ihn ein bisschen besser treffen. Aber im Allgemeinen gebe ich die Runde auch an Krasnicki. 9. Runde, da standen beide voreinander, haben ein bisschen aufgedreht. Alles in allem, finde ich, hat Bösel da die besseren Aktionen an den Mann geworden, dadurch, dass Krasnicki einfach etwas langsamer geworden ist und nicht mehr so beweglich von seinen Aktionen weggehen konnte. 10. Runde, gebe ich die Runde ebenfalls, die 2. Runde in Folge an Bösel, weil Krasnicki hatte einfach in dieser Runde ja fast keine Luft mehr, habe ich das Gefühl gehabt, hat sich extrem gebremst. Und dann kommen die letzten 2 Runden und auch die letzten 2 Runden gebe ich an Krasnicki. 11. Runde, finde ich, hat Krasnicki einen sehr starken Abschluss in der Runde hingelegt. War eine ausgeglichene Runde, aber dann am Ende holt er wieder mit dem Endspurt sich die Runde. Und in der 12. Runde ganz genauso. Ausgeglichene Runde zum Beginn und dann am Ende der Endspurt von Robin Krasnicki. Er hat bewiesen, dass er den nötigen Willen hatte, um diesen Kampf zu gewinnen, den Titel zu gewinnen und hat alles gegeben. Für jeden, der eigentlich ein funktionierendes Auge hat, sollte klar gewesen sein, dass Robin Krasnicki diesen Kampf gewonnen hat. Ich habe den Kampf 116 zu 112 für Krasnicki gewertet. Auch wenn ich noch eine Runde an Bösel gegeben hätte, wäre es ein 115 zu 113 gewesen. Also trotzdem 2 Punkte Vorsprung und eigentlich ein bequemer Sieg für Robin Krasnicki. Auch wenn man irgendwoher noch eine Runde herzaubert, die Dominik Bösel vielleicht irgendwie gewonnen hat, dann ist es trotzdem noch ein 114 zu 114 und ein Unentschieden. Aber die Punkteentscheidung sagt, Dominik Bösel hat gewonnen. Ich weiß nicht, welchen Kampf die gesehen haben oder ob die aus dem Arsch herausgeschaut haben, aber diese Wertung war ja kompletter Bullshit. Das Witzigste an dem Ganzen ist einfach, bevor die Urteilsverkündung offiziell war, ist schon der Chef, der Ulf Steinfort vom SES Boxing, reingekommen und hat Robin Krasnicki schon gesagt, so von wegen, ja, du hast verloren. Ich weiß ehrlich nicht, was das für ein Bullshit ist. Im Nachhinein habe ich durch ein paar Quellen, durch ein paar Instagram-Nachrichten halt auch so durchgesickert bekommen, dass der Vertrag mit Robin Krasnicki eigentlich, der Management-Vertrag anscheinend mit Krasnicki dieses Jahr noch ausläuft, wenn ich mich nicht täusche. Der Vertrag mit Bösel läuft anscheinend noch ein paar Jahre weiter. Also ist es nicht schwer zu verstehen, was da der Sinn dahinter ist, ja. Der Typ, mit dem man schon einen bestehenden Vertrag hat, der gewinnt das Ding halt, der gewinnt den Titel, damit er Weltmeister bleiben kann und noch ein bisschen Geld in die Kassen reinbringt, während der andere dann halt einfach verabschiedet wird. Und da sieht man einfach immer wieder, wie dreckig das Boxgeschäft ist oder das Kampfsportgeschäft und ich finde es einfach, da wird immer wieder auf die Fans gespuckt. Es wundert mich einfach nicht mehr, dass kein Mensch mehr in Deutschland Bock auf deutsches Boxen hat. Wie denn auch? Wer hat sich denn Bock, so einen Kampf anzuschauen, wenn der eine, der gewonnen hat, eigentlich komplett von vorne bis hinten verarscht wird? Vielleicht sollten manche Menschen einfach mal aufhören, nur an ihren eigenen Geldbeutel zu denken und ein bisschen das größere Ganze in Betracht ziehen, denn so das schnelle Geld machen mit gekauften Kämpfen, das ist vielleicht für den kurzen Moment gut für eure Taschen, ja? Aber vergisst mal nicht das große Bild. Ihr verliert von Tag zu Tag mehr Fans und am Ende wird sich kein Mensch mehr euren Scheiß geben, weil jeder ganz genau weiß, dass das alles nur noch Betrug ist oder dass die Möglichkeit für den Betrug immer wieder besteht. Das war's mit dem Video, Freunde. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem Kampf in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer diesen Kampf gewonnen hat? Wie hättet ihr das Ganze gewertet? Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin, bleibt alle gesund. Drückt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, wenn ihr den Algorithmus supporten möchtet. Wir sind auf dem Weg zu 300.000 Abonnenten. Wäre korrekt, wenn wir dieses Ziel dieses Jahr noch knacken. Und ja, das war's mit dem Video, Freunde. Passt alle auf. Ich hoffe, bleibt alle gesund und haut rein. Ciao, ciao.